Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Weihnachtsimpuls. Heute feiern wir das Hochfest Weihnachten und das Thema an diesem Tag lautet Bethlehem, Gottes Weg in die Welt. Das bedeutet, die Hirten als Vorbild ihm weitersagen. Die Hirten nehmen in Demut die Botschaft an und glauben sie. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 14. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David, denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Liebe Schwestern und Brüder, ich verkünde euch große Freude, der Heiland ist geboren. Ihr werdet ein Kind in der Krippe liegen finden. Auch sie und ihr seid gekommen, um wie die Hirten das Kind in der Krippe anzubeten. Im Geschehen von Bethlehem hatte sich für die Menschheit ein neuer Weg aufgetan. Am Anfang war der Stall und am Ende das Kreuz. Diese Geschichte Jesu ist so unglaublich. Diese Geschichte erfindet keine Legende. Wir Christen glauben und sagen, hier geht Gott seinen Weg für uns. Mit welchen Menschen hat Gott diesen Weg begonnen? Er hat sie begonnen mit armen Hirten und mit zwei Menschen, deren Kind in einem Stall geboren wurde. Auch wir haben uns auf den Weg gemacht und auch wir stehen
nun hier an der Krippe. Auch wir haben ihn gefunden. Es ist Weihnachten, der Zeitpunkt, wo Gott auf die Erde herabgestiegen ist und uns das größte Geschenk gemacht hat, das er uns machen könnte. Es ist die Geburtsstunde des Sohnes Gottes. Das Gemeinsame von den Besuchern damals und uns hier ist die Anbetung beim Christkind. Die Hirten und Weisen haben sich niedergekniet und klein gemacht vor Gott. Die Hirten und Weisen, sie waren nicht nur Zuschauer, die sich an dem Kind erfreuten. Auch wir wollen nicht bloß neutrale, distanzierte Zuschauer sein, sondern uns von dem Geheimnis betreffen und berühren lassen. Die Hirten und Weisen, sie wurden durch die Entdeckung des Kindes verändert. Sie glaubten. Dadurch haben die Weisen den Weg in ihre Heimat zurück geändert und gingen nicht mehr zu Herodes. Auch unser Leben soll sich verändern. Beim Hören dieser Weihnachtsbotschaft müssten wir eigentlich den Atem anhalten. Wer anbetet, der verändert sich. Wer niederkniet und gläubig anbetet, der öffnet sich für Gott. Wer vor Gott in die Knie geht, wird von diesem Gott verwandelt. Wer niederkniet und seine Sorgen und seine Not, aber auch den Dank und die Freude Gott übergibt, den beschenkt er mit seiner Gnade. Das ist das unglaubliche Geschenk von Weihnachten. Gott kommt zu uns auf die Erde, in unser Herz. Er teilt alle Lebenslagen mit uns. Gott macht uns zu Geschwistern von Jesus, zu Kindern des einen himmlischen Vaters. Dieses Geheimnis von Weihnachten muss von oben, das heißt von Gott selbst, verkündet werden. Erst wenn wir diese Botschaft glaubend annehmen, können wir sie anderen weitersagen. Die Hirten nahmen in Demut die Botschaft an und glaubten sie. Weihnachten gehört mitten hinein in unser Leben, in unseren Alltag, weil Gott in unser Leben und in unseren Alltag hinein geboren wurde und Freude und Leid erfahren hat, wie wir. Lasst uns den Frieden, der von der Krippe ausstrahlt, im Herzen spüren. Wir werden ihn spüren, wenn wir bei der Krippe sind. Anbetung beim Christkind bedeutet, wir sind ihm ähnlich. Wir machen uns klein. Wir knien nieder und können so hören, was Gott uns sagen will. Ich verkünde dir eine große Freude. Der Heiland ist geboren. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Mama,
Was bekomme ich Tolles zu Weihnachten? Fragte Thomas seine Mutter. Die Mutter antwortet: Du bekommst das, was der Weihnachtsmann dir bringt. Das sagt Thomas. Aber den Weihnachtsmann gibt es doch gar nicht. Die Mutter meint daraufhin: Tja, Thomas, es sieht dann nicht so gut aus für dich. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag, eine gute Weihnachtswoche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!